Ich mache wegen meinem Studium mache ich gerade eine Therapie. Was? Und ich habe das Gefühl, wir sind alle Zombies. Das erste Erlebnis, was ich hatte kurz vor der Pubertät, war, dass meine Schwester Silvia schwanger geworden ist und ich nicht wusste von wem und dass das was Schlimmes war. Das Kind wird Fehler genannt. Kein Wunder, dass meine Sexualität gestört ist und mein Beziehungsverhältnis. Und dann, wenn man auch noch so einen Vater hat, der so als Vorbild dient und als Patriarch da drüber steht, natürlich vergleiche ich alle Männer mit dem. Und dann kommt so ein Malte aus dem Yogakurs und kann mich nicht anfassen und zieht kleinen Hosen an und möchte Kinder mit mir. Nein! Ich hatte zum Beispiel noch nie einen Orgasmus mit einem Mann. Ich bin 27, das ist ziemlich erbärmlich.